Hallihallöchen und seid mir herzlich willkommen hier bei Horizon Zero Dawn. Und weiter geht's hier. Wir sind schon noch bei dieser Quest bei, ne? Die Rache der Nora. Wo wir hier drei Lager quasi aufräumen müssen. Zwei von drei haben wir schon erledigt. Und sind eigentlich auch schon so ziemlich unterwegs zum dritten Lager. Allerdings werden wir noch, bevor wir zum dritten hinpirschen, das eine Lagerfeuerchen noch mitnehmen. Und ich glaube, das waren zwei, ne? Ich glaube, es waren zwei. Ach, der eine ist hier gleich um die Ecke. Das nehme ich für unterwegs mit. Läuft doch. Läuft. Läuft einfach mal. So, siehst du. Lagerfeuerchen mitgenommen. Eine kleine Schnellspeicherung gleich durchgeführt. Und hier ist auch wieder was Schönes. Eine Tankstelle oder was ist das? Ja, Tankstelle. Und natürlich Verdorbene. Ein Textdokument. Gucken wir mal. Textdokument der Welt, persönliche Protokoll, Benutzer, bla bla bla. Die Roboterschlachten Holos machen mich krank. Wie viele kann man sich davon ansehen, bevor man erkennt, dass alle Folgen gleich sind? Man kommt aufs Schlachtfeld, beobachtet, wie ein paar Drescherbots sich zerfetzen, wählen für welches Unternehmen man ist. Explosionen, Explosionen, Explosionen. Und dann ist es vorbei. Finde nur ich das völlig bekloppt. Alle anderen scheinen diesen Mist zu lieben. Ja. Das ist halt so, wie es ist. Ne? Da kannst du nichts gegen machen. Also er redet quasi über eine Serie oder eine Sendung oder beziehungsweise ein Film über Drescherbots. Ne? Über die Drescherbots. Und da hinten sind schon wieder ein Haufen verderbte Monster. Altes... Keine Ahnung, was das denn gerade war. Warte mal. Das war jetzt hier das eine Feuerchenlagerchen. Und hier ist das andere Feuerchenlager. Den nehmen wir nämlich auch nochmal mit. Bevor wir hier überhaupt weitergehen. Das muss sein. Da kommen wir nicht drum rum. Ups. Und so weit entfernt ist es hier eigentlich an sich auch nicht. Und hier finde ich schon wieder ein nächstes Protokoll. Ist ja Wahnsinn. Ein nächsten Textdokument. Ja. So. Was haben wir denn hier Schönes? Crowther wird mich umbringen. Heute Morgen kam die Mitteilung, dass Metallurik zwei unserer Helium-3-Anlagen in Mexiko besetzt hat. Keine Absichtserklärung, keine Werbung, einfach BÄM. Natürlich gibt man mir die Schuld. Ich konnte eine Beschwerde bei ECC einreichen, aber davon hat am Ende nur die Firma was. Ich bleib außen vor. Ich konnte Great Lakes International kontaktieren und vielleicht bis Montag alles in Ordnung bringen, aber meine Kreditrahmen, also mein Kreditrahmen ist schon überspannt. Wie sind sie an dem Schnüffler vorbeigekommen? Wo waren unsere Drescher? Das ist übel, echt übel. In Mexiko. Also man kriegt hier durch diese Dokumenten immer noch so ein bisschen Nebengeschichte irgendwie so mit, was eigentlich vor diese ganze Ursache hier passiert ist. Habe ich so das Gefühl. Und hier komme ich gar nicht raus. Verdammt. Verdammt. Aloy. Wir müssen einen Weg nach draußen finden. Och, leck mich doch hier. Jetzt muss ich doch wirklich rumlaufen. Ist nicht euer Ernst. Ach. Ist das ärgerlich. Muss ich doch hier außen rum. So. Sammeln wir ein. Dann sind wir wieder voll. Zählig. Wer bist du? Du gehörst zu uns, ne? Ja. Du gehörst eindeutig zu uns. Muss ich doch hier in diese andere Richtung laufen. Zack. Und rein ins Wasser. So. Das Lagerfeuer ist auch nicht mehr weit entfernt. Warte. Ich muss jetzt hier mal kurz schauen. Achso, das waren... Was ist das da? Alte Trümmer.
alte Trümmer. Liegt gar nicht so weit entfernt hier von uns. Gucken wir mal da rein. Was haben wir denn hier? Altes, schweres Armband. Altes Inhalt, Armband, bla bla bla. Was nur los? Oh. Ja, nun hat er dich erwischt, wa? Oh, hat er dich eiskalt erwischt. Ach, das hinter den anderen her. Ich glaube, wir sollten ihm mal helfen, wa? Wieso treffe ich den nicht? Ist der C? Da muss er denn. Na komm schon. Kleine miese Krabbe. Wäre doch gelacht. Auf jeden Fall haben wir gleich das Lagerfeuer erreicht. Und können dann zu dem dritten Lager quasi hingehen. Und der hat das Lager hier bewacht. Also, okay. Das ist dann halt so, wie es ist. Gut. Auf die Karte gucken. Metal Bloom ist jetzt hier noch in der Nähe. Sammeln wir jetzt aber erstmal nicht ein. Das machen wir später. Und rennen jetzt erstmal dorthin. Ja. So. Zum dritten Lagerfeuer. Die Rache der Nora. Die Macht wird mit uns sein. Junger Padawan. Schwimm, mein Kleiner, schwimm. Schwimm, wie du noch nie geschwommen bist. Das sieht so cool aus. Einfach nur geil. Gut, den Regen hätte ich jetzt nicht ganz kennen gehabt, aber das ist schon echt geil mit diesem Tag- und Nachtzyklus hier. Und die Umgebung ist auch ganz nett. Na, kriegen wir den Fuchs? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Verfehlt. Scheiße. Muss hier mal ein bisschen gucken. Ich renne hier einfach mal so ein Mini-Stee-Nichts los. Wir wissen ja gar nicht, ob hier auch irgendwelche Gegner auf uns warten. Ne? So. Bleib hier, mein Kleiner. Oh. Wurde ich jetzt gesichtet? Dann werden wir uns erstmal hier... Wer bist du denn? Gehörst du zu uns? Ja, der gehört zu uns. Gehört er zu uns, oder? Hallo? Okay. Das war's mit dem Schleichen. Der gehört nicht zu uns. Jojo. Ich hau mal ab. Ich verdünnisiere mich mal. Wer bist du denn? Wo kommst du denn her? Alter, von hinten. Wir sind angezählt, aber noch nicht geschlagen. Ja. Schon klar. Schnüffelt hier immer noch rum. Hä? Augen auf, sie versucht es von oben. Was, sie versucht es von oben? Ich bin doch hier. Ich bin doch hier. So.
Wer will noch? Wer hat noch nicht? Ich bin gerade so in der Austeilphase. So, unsere Tarnung ist natürlich aufgeflogen. Generationen vor mir. Oh, sind wir schon durch. Okay, haben geschafft. Begibt sich zum höchsten Turm. Ja, gut. Das ging ja mal jetzt... Ach, ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Doch schnell eigentlich. Alles mitnehmen. Ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Was so. Für ein Sieg. Mehr als 6 von diesen Heiltränke können wir also nicht einsammeln. Das ist ein bisschen schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es liegt aber auch daran, dass wir unser Beutelchen noch nicht erweitert haben, ne? Warte mal, jetzt schauen wir mal. Bevor wir hier überhaupt weitermachen, gucken wir mal. Vielleicht können wir ja hier noch ein bisschen was erweitern. So, das ist unser... Das Auswählen. Ja gut, das, da können wir ja was herstellen. Guck mal, da können wir erstmal hier ein bisschen von dem Zeugs hier herstellen. So. 5-knochiges Fleisch braucht man dafür also. Fallen? Fallen haben wir genug, brauchen wir nicht. Gegengift, oh, Feuerwiderstandstränke, die könnten wir eigentlich auch alle mal so ein bisschen zum Einsatz bringen mit der Zeit. Also da haben wir ja auch eigentlich reichlich, ich sage jetzt mal, Blumen gepflückt. Wa? So. Schauen wir mal. Reise, Reise, Reise. Ne, warte mal. Wir warten ins Inventar. 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 Wo haben wir denn hier? Das sind ja unsere Kisten. Ne, wir wollten herstellen. Sag mal, bin ich bescheuert hier? Ach, hier ist es. So. Unsere Tränkebehälter sind auf Stufe 2. Ja. Auf jeden Fall brauchen wir da Lohe ohne Ende. Ja, Metallschirm ist klar. Reinholz haben wir, aber wir brauchen Fischgräten. Wir brauchen echt Fischgräten. Da müssen wir uns auch mal mit der Zeit mal hinmachen und das Ganze hier mal ein bisschen erweitern. Das ist auf Bonifikation 2. Da brauchen wir 2 Fuchsknochen. Das könnte mir auch eigentlich mal auf höchste Stufe bringen. Ach, da brauche ich wieder eine Fischgräte. Natürlich. Natürlich. Fischgräten. Gebt mir doch Fischgräten, liebe Freunde. Fischgräten. Gebt mir Fischgräten. Können wir hier Pfeile? Ne, können wir auch nicht. Rüstung. Gut. Alles klar. Fertigkeiten haben wir wieder 2 zur Verfügung. Gucken wir mal, was wir hier lernen können. Stufe 2. Leichte Speerangriffe schlagen viele Wahrscheinlichkeit Rüstung ab. Das hätte ich ganz gerne. Rohstoffbeutel. Chance auf mehr Rohstoff beim Plündern von vernichteten Maschinen. Ja, ist natürlich ganz gut. Schlag von oben. Was haben wir hier? Unauffällig. Ducken macht dich für deine Feinde schwer sichtbar. Gut. Was haben wir hier noch? Kampf überbrücken. Verlängert die Zeit. Okay. Was haben wir hier? Schwere Speerangriffe. Schlagmaschinen schneller nieder. Okay, das möchte ich, glaube ich, doch wohl als nächstes lernen. Also werden wir das noch ein bisschen... Das wird dir bestimmt noch nützlich sein. Ein bisschen... Ja, aufheben. Boah. Würde ich mal so sagen. So, dann sammeln wir auch alles ein. Schön viel Lohe. Lohe, 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 Lohe. Looten, looten, looten. Wir müssen alles hier looten, liebe Freunde. Alles looten.
Denn wir sind hier Loot der Kings. So, was haben wir denn hier? Poliertes altes Amulett, 67 von 100. Wozu sind eigentlich diese polierten Amulette ganz gut? Kann man die eintauschen irgendwo und kriegt man dafür was Besonderes oder kann man die einfach nur verkaufen beim Händler, um halt gute Rohstoffe zu kriegen? Was ist er denn hier? Furzt er hier umher oder was? So, gut. Dann habe ich ja jetzt hier soweit eigentlich alles eingesammelt. Hier sind noch... Hier ist noch ein Lagerfeuerchen. Das würde ich schon ganz gerne noch mitnehmen. Was ist das denn hier eigentlich? Bevor wir dann die Quest abgeben. Das ist also so viel Zeit muss sein. Diese Lagerfeuerchen, die werden wir schon noch mitnehmen. So, erstmal hier wieder Pfeile herstellen. So. Acht Lohe. Nee, das sind ja keine Lohe, ne? Was sind denn das für Dinger? Jetzt muss ich doch echt mal gucken, Inventar. So. Rohstoff. Rohstoff. Was brauchen wir dafür einmal? Drei Stück. Drei Stück. Hier, das sind die Dinger, die wir brauchen. Zünder. Zünder sind das also. Die gewöhnliche Rohstoffe ist eines primäres Herstellungsmaterial für alle Arten von Schockmunition und beim Händler begehrt. Munitionsherstellung. Quelle alle Maschinenhändler. Woher kriegt man aber... Halten zum Entfernen. Ich will ja nichts entfernen. Ich frage mich allerdings, wo kriegt man die denn hergestellt? Also von welchen hergestellt nicht, aber von welchen Monstern bekommt man die zum Beispiel? Das ist doch schon mal. Kleine Zierpflanze. Ja. Du wirst mir sicher helfen. Sehe ich auch so. Kleine Zierpflanze. So, wo befinden wir uns denn jetzt eigentlich? Ach, wir sind gleich bei dem ersten Lagerfeuer. Dann gehe ich da auch mal hin. In die Ecke müssen wir laufen. Ach ey Leute, das kleine Stück, das brauchst du doch nicht wimmeln. Oh, was ist das denn? Da ist wieder was zum Lesen. Ich wollte ganz sagen, ist zu weit weg oder was? So, was haben wir denn hier? Idiot Ermi. Okay, ich weiß nicht genau, was ich davon erwarten hatte, Teil eines Hackers-Kollektiv zu sein, aber bisher ist das ganze Idiot Ermi-Ding eher enttäuschend. Diese ganze weltberühmten Cyberbedrohungen scheinen in erster Linie daraus zu bestehen, mit Typen in anonymisierenden Skins in möglichen schäbigen Holoräumen herumzuhängen. Die meisten sind meme-basiert, da ist zum Beispiel ein Kerl oder vielleicht sind es mehrere, dessen Skins diesem Reaktion der unglaublichen Tube-Holo nachempfunden ist. Ein paar Typen laufen wortwörtlich als Kapuck-Bäume herum. Ich habe einen gefragt, was der nächste große Crew wird. Ich hatte sogar Vorschläge. War zerniert Doxin. Gott, oh Gott, Kampferprobten von Unternehmen hacken. Mal ehrlich. Und er nannte mich einen Scheißtyp, als ob Daten beschädigt. Okay. Entschuldige mich, dass ich da so ein bisschen abgestockter lese, da, aber das sind ja teilweise so komische Wörter mit drin. Naja, aber ihr könnt es euch ja gerne auch nochmal selber durchlesen. So, wir werden jetzt erstmal das Feuerlagerchen mitnehmen. Oh, hier ist ein offenes Areal. Wer sind die Typen? Noah-Krieger.
Wenn ich jetzt eigentlich... Hä? Habe ich das... Hä? Habe ich das schon mitgenommen? Habe ich den Esch schon mitgenommen? Ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich bin echt verwirrt gänzlich. Okay, da hinten ist das Lagerfeuer. Hier ist das Lagerfeuer. Jetzt habe ich es mitgenommen. Scheint das hier ein Dorf zu sein oder irgendwie sowas zum Einnehmen? Sieht auf jeden Fall ziemlich krass aus. Wo kommen wir denn da eigentlich rein? Würde mich mal interessieren. Ich würde da gerne mal... Hör mal auf mit deine Zwischenpfeile. Ach, da sind welche drinnen, ne? Ernsthaft? Da sind welche drinnen. Da kommen wir gar nicht rein, ne? Okay. Hier habe ich wieder was gefunden. Hör auf zu schlagen, Mensch, Mädel. So. Scan das Ding mal. Scan doch mal. So, was haben wir denn hier? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Texte werden auch immer länger. Holospuk. Die anderen aus den Forschungsgemeinschaften für Paranormales bleiben stur. Das kommt nicht überraschend. Ich wusste, dass meine Theorie als radikaler Abfall vom Glauben verstanden werden würde. Aber wie auch immer, der Tag wird kommen... Und zwar bald, an dem die Forschungsabteilung für paranormalen Phänomene die einfachen Tatsachen akzeptieren muss, dass virtuelle Orte ebenso leichter von den Geistern der rastlosen Toten besetzt werden können wie psychisch-physikalische Orte. Oh Gott, oh Gott. Das ist nicht nur eine Spekulation. Ich war es, der kreischende Geist gesehen hat, der zwischen den Diskussionsräumen des internationalen Bündnis der Strickfreunde herumschwebt. Ich war es, der voller Schrecken das leise, verrückte Flüstern gehört hat, das sich unter den digetischen Klangteppich von Gollination gemischt hat. Oh Gott, oh Gott. Wir gespenstisch Vertriebenen fliehen die Geister der Toten aus unserem Reich in die Holo-Landschaft und ich werde den Grund dafür herausfinden. Also das hört sich schon ein bisschen erschreckend an, muss ich ganz ehrlich sagen. Ehrlich. Ich würde mal interessieren, wie ich da reinkomme. Ich will da rein. Lei, 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 lei. Ich möchte echt gerne rein. Kommt man hier hoch? Eloy? Nee, da kommt man nicht hoch. Ha. Ich komme hier nicht rein. Vielleicht kommen wir da ja nochmal später rein. Na gut, dann werden wir zum anderen Lagerfeuer gehen. So. Dann ist es eben halt so. Ja, dann komm doch raus, dann kämpfe ich mit dir. Kleine Ratte. Schreit hier rum, kämpfe mit mir. Also doch herkommen, dann kämpfe ich mit ihm.
So, gucken, ob wir auch in die richtige Richtung laufen. Ach, ich renne schon wieder in die komplett verkehrten Richtung. Ach Mann, ich bin so ein Trottel. Ich bin so ein Trottel. Aber die Gegend sieht schon echt fantastisch aus. Also kann man nicht anders sagen. Also, nice. Gefällt mir echt gut hier die Gegend. Na, Kollege. So. Reinheitliches Fleisch. Ich werde jetzt aber erstmal hier an der Stelle ein kleines Päuschen machen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder zu Horizon Zero Dawn. Bis dahin, gehabt euch wohl, habt einen schönen Tag, einen schönen Abend und später eine gute Nacht.